Herzlich willkommen zurück beim Nerd Navigator, heute in den Zeiten von Corona zu einem neuen Österreich stellt sich vor Video. Ich bin hier mit einem Freund von mir, Thomas, und Thomas ist der Projektleiter von Tyrant Dragons. Und darüber wollen wir heute etwas reden, über das Projekt. Also Thomas, willst du dich vielleicht am Anfang mal kurz vorstellen? Wer bist du? Wie lange spielst du schon? Welche Rollenspielerfahrungen hast du? Was sind deine liebsten Systeme vielleicht? Ja, hi, ich bin der Thomas und komme aus Tirol. Ich spiele seit guten 10 Jahren jetzt, 2020, Rollenspiele. Leite eigentlich seitdem her immer schon. Und angefangen haben wir damals mit der 4. Edition in Dungeons & Dragons und sind dann irgendwann umgestiegen auf die 5. Edition. Dazwischen haben wir Exkurse gehabt noch zu einfacheren Systemen wie Lite oder auch so die Call of Cthulhu, diese Sachen. Aber D&D 5e war immer mein Forte sozusagen. Und Dungeons & Dragons begeistert dich so vom Setting, dieses High Fantasy Medieval-mäßige oder von dem? Dungeons & Dragons ist einfach ein Klassiker. Wenn man sich das anschaut, gibt es natürlich viele, die in diesem Genre handhaben, wie Pathfinder, das schwarze Auge. Aber D&D gibt den Freiraum, viel selber zu machen. Nicht so wie das schwarze Auge, meiner Meinung nach. Und da kann man halt viel justieren. Und das 5e-System ist also ein praktisches System. Das liegt mir sehr nahe dadurch. Das ist leicht zu kämpfen, so zu bespielen ist. Und da habe ich jetzt die Frage, wahrscheinlich ist das dann mit Dungeons & Dragons eh schon bei der Namensgebung Tyrell & Dragons etwas impliziert gewesen, wenn ich das mal in den Raum stellen darf. Was war denn die Idee hinter dem Projekt Tyrell & Dragons überhaupt, dass ihr das ins Leben gerufen habt? Also grundsätzlich ist es ja so, dass eine längere Kampagne viele Leute einfach heutzutage nicht mehr so die Zeit haben. Man kann nicht wirklich fixierte Termine regelmäßig machen und haben wir uns gedacht, wie kann man das lösen? Da haben wir uns so ein bisschen Aspekte von Adventures League und Westmarches Sachen ausgesucht und das ein bisschen vermengt und versucht, ein System zu finden, das für alle offen ist und dadurch, dass es dann ein One-Shot-System ist, wo die Leute ab und an spielen können, wann sie wollen, freies System halt einfach, mit ihrem Charakter dann auch wieder mitnehmen können zu den einzelnen Sessions und mit den Leveln, kann dann jeder zu seinem eigenen Tempo spielen. Du hast da das Stichwort One-Shot-Sessions jetzt gerade mir gegeben. Ist es dann, dass Tyrant Dragons ähnlich ist wie die amerikanisch-englischen Adventure Leagues, wo man sozusagen as you have time to play dazukommen kann in diese Sitzungen oder wäre es besser, kontinuierlich dabei zu sein? Man muss grundsätzlich nicht kontinuierlich dabei sein und Adventures League ist natürlich ein sehr großes Vorbild gewesen. Es ist nur so, dass Adventures League hier bei uns in Europa, beziehungsweise ganz spezifisch jetzt in Tirol, nicht so den Anklang findet, wie es sein sollte eigentlich. Dazu braucht man meistens einen coolen Raum oder einen Location, die das regelmäßig veranstaltet, die wirklich diese Sachen macht. Und das hat uns einfach nicht das gegeben, was wir braucht haben, um in Tirol dieses One-Shot-System umzusetzen, haben dann angefangen, unser eigenes System auszuarbeiten. Okay. Und ihr wart da eine Gruppe von Leuten, die sich schon vorher gekannt haben, oder hast du das irgendwie im Internet deine Idee mal in den Raum gestellt und dann sind Leute dazugekommen über Facebook, Twitter, Instagram oder was auch immer? Wir haben schon mal einen Vorlauf gehabt vor so einem ähnlichen Projekt. Das hat leider hat sich dann verlaufen ein bisschen. Und haben dann uns entschlossen, das nochmal neu zu versuchen, mit neuen Gedanken, neuen Leuten. Und haben die dann ein kleines Projektteam gemacht, wo verschiedene Leute aus verschiedenen Aspekten zukommen, aus allen Lebensbereichen, die dann versucht haben, gemeinsam dieses System zum Erfolg zu führen. Okay. Und wenn wir jetzt mal annehmen, ich bin ein neuer Spieler, habe vielleicht meine ersten Gehversuche jetzt in Dungeons & Dragons im 5. System oder anderen Systemen gemacht. Ja. Und ich, wo würde ich euch überhaupt finden? Wo seid ihr präsent im Internet jetzt vor allem also verstärkt? Grundsätzlich sind wir auf der Webseite Tyrell & Dragons mit einem y.at zu finden. Dann haben wir eine Facebook-Seite, Tiroler Pen & Paper. Die ist auch öffentlich zugänglich. Und da haben wir uns halt hauptsächlich positioniert. Und wenn du bei uns anfangen möchtest, wir sind sehr einsteigerfreundlich, wir machen regelmäßig auch Einsteiger-Sessions, wo wir auch Charaktere und das Spielsystem erklären und wie das Spielsystem von nicht nur von D&D, sondern auch von TND in dem Sinne dann funktioniert.
Okay, das heißt, hier ist jetzt wahrscheinlich wichtig, was du gesagt hast, mit, dass man den Charakterbau sich mal anschauen kann. Das heißt, wenn ich jetzt ein neuer Spieler wäre, bringe ich meinen Charakter dann oder sollte man einen Charakter gleich mitbringen oder ist das bei euch so zusammengebaut und nach welchen Grundlagen erschafft man bei euch einen Charakter? Wir haben sehr viele der offiziellen Bücher von Wizard of the Coast dabei. Wir haben Mordekainens, wir haben Volus Guide, wir haben Xanatas, wir haben das Players Handbook und die Basissachen quasi. Auf denen basieren wir unsere Charaktere. Die Charaktere können mit Point Buy oder mit Standard Array gemacht werden. Und wir haben auch auf eine sehr gute Liste aufgelistet, was für Charaktere alle zugelassen sind. Es gibt eigentlich alles, also vom Death Cleric bis hin zum Tabaxi, bis hin zu was ist nur abwegig? Naja. Monstercharaktere vielleicht, Hobgoblins oder Genau, sowas. wir haben Hobgoblins dabei, genau, wir haben die Orks auch dabei und solche Sachen. Das darf man bei uns alles spielen. Also wenn du einen Kobold oder einen Kenko spielen willst, ist das kein Problem. Und habt ihr Warum nicht einen dann, Kenko Death Cleric? okay, aber habt ihr dann eigentlich auch, was interessant wäre, so eine Shared World in gewisser Weise als die mehreren Spielleiter, die ihr seid, oder vorgefertigte Kampagnen? Wir haben uns zum Vorbild genommen, also jeder Spielleiter kann gerne machen, was er eigentlich möchte, solange es nicht World Ending ist. Das heißt, die One-Shots sind meistens basiert in Toriel, also in die Forgotten Realms, weil es einfach einen großen Lore dahinter ist und die Leute sich da die einzelnen Tidbits herausnehmen können und dann ihr eigenes Ding draus machen. Aber es ist ja kein Problem, wenn du ein doof improvisierst, das nicht jetzt spezifisch in Toril ist oder sonst. Dazwischen ist ja immer viel Platz und da kann man immer das eigenes machen. Und was du auch gesagt hattest, dieses Standard Array und Point Buy, das soll ja dafür wirken, dass die Charaktere ungefähr auf einem Level sind und keiner alles kann auf Level 1, wie man es oft kennt, wenn man es auswürfelt. Und wie ist denn das dann mit dem Aufleveln? Ist ja natürlich wichtig bei Dungeons and Dragons, würde ich einmal sagen, jeder hat den Plan, irgendwann einen Level 20 Charakter zu haben. Wie ist das machbar bei euch? Habt ihr da dann das Meilensteinsystem oder tatsächlich nach Genau. Kämpfen und Aufbauen? Also, wir haben im ersten Teil mal versucht gehabt, mit XP das zu machen, aber also sind dann schnell drauf gekommen, je nachdem, wie du XP berechnest, funktioniert es dann nicht wirklich, je nachdem, wie viel XP du bekommst. Deswegen haben wir uns entschieden, wenn du einen Abend spielst, bekommst du eine Spielsession dafür. Das bedeutet, auf deinem Profil steht dann, du bekommst eine Session dazu. Je mehr du Sessions hast, desto höher wird der Charakter. Das heißt, vom Eye Level 1 auf Level 2 ist es eine Session, die man spielen muss. Genauso von Level 2 auf Level 3. Und dann wird es halt Schritt für Schritt höher, bis halt dann du 100 Sessions erreicht hast und Level 20 wirst. Habt ihr dann auch oder sind dann bei euch die Spieler auch in den einzelnen Sessions stark verteilt von den Leveln oder hält sich das auf einem Niveau ungefähr? Dadurch, dass man das so in Stufen abgebaut hat, kann man schon so ein bisschen einen Bereich immer abstecken. Das heißt, von 1 bis 3 ist oft mal gespielt, das also von 1 bis 4, dann wieder 4 bis 6 oder 5 bis 7. Das hängt auch ganz vom Spielleiter ab, der kann das frei entscheiden, wie er gern den Session macht. Das heißt, man kann eine reine Rollenspiel-Session machen, wo das Level quasi egal ist. Man bekommt trotzdem die eine Session für den nächsten Level quasi. Und ich nehme mal an, also diese Grundsätze, nachdem man auflevelt und Charakter baut, die sind bei euch dann abrufbar auf der Homepage oder auf Genau. Facebook eventuell. Wir haben auf Spielregeln als PDF und auf der Homepage zu finden. Da klickt man auf Spielregeln, da sieht man die einfachen Fragen, was mache ich als Spielleiter, was mache ich als Charakter. Und ja, vielleicht sollte man kurz über das Spielleitertum reden, weil bei uns ist es so, dass man einfach anfangen kann, wenn man möchte. Wir haben ganz kleine Regeln, nur wie Spielleiter. Das heißt, jederzeit kann man starten, wenn man möchte. Das Einzige, was bei uns als Spielleiter wichtig ist, dass man schaut, okay, wie viel Gold kriegt man pro Session, gibt man pro Session aus? Mit dem Gold kann man quasi als Spielleiter einkaufen gehen und seinen Dungeon bestücken mit magischen Gegenständen, mit Heilpotions. Und dafür haben wir also einen Goldwert gesetzt, den wir basiert haben auf einem Internetdokument, wo die Magic Items auch einen spezifischen Wert haben. Das heißt, wenn ihr eine Session habt mit einem Durchschnittslevel von 4, kann ich von mir aus einen Helm of Comprehend Language reintun und zwar Healing Potions und vielleicht noch einen Goldwert von 200 Gold als Belohnung.
Okay, die Idee finde ich jetzt aber super. Das muss ich sagen, über das habe ich noch nie nachgedacht, wenn ich Shared Campaigns gespielt habe, dass man da wirklich schaut, dass das ausgeglichen bleibt von dem, was im Dungeon drin ist, vor allem an den Schätzen, weil sonst hat man es ja oft, dass man eine Truhe hat bei einem DM mit 1500 Gold oder sowas, wenn man das ja, ich glaube, das ist ausgerechnet worden, ich glaube, 98 Euro sind ein Goldstück, Daumen mal Pi. Ja, Und das ist dann das nächste Step, dass wir dann Lootboxes machen. Ganz sicher okay. nicht. Ganz sicher nicht. Ja, und das heißt, habt ihr oder sind bei euch dann, merkt ihr das auch, dass viele Leute ausprobieren wollen, das Spielleitern? Weil also ich merke es bei uns hier im Osten von Österreich stark, dass die Leute eher Spielleiter suchen, als dass sie selber leiten wollen. Das ist natürlich die Spielleiter und Leiterinnen. Mangel ist überall merkbar, wobei wir jetzt auch merken, dass Leute einfach von selber starten, Spielleiter zu sein. Entweder Leute haben früher vor ganz langer Zeit in 2E oder 3.5E angefangen und fangen jetzt wieder an in 5E und leiten jede Menge neue Sessions bei uns, weil es einfach nett ist, mal wieder auszuprobieren. Und das ist ein Safe Space, weil du kannst raus Session leiten und wenn es dir nicht gefällt, kannst du es wieder lassen. Aber meistens wird man dann addicted und bleibt Spielleiter. Dann gibt es wieder Leute, die halt Critical Role zum Beispiel kennen und gern auch sowas Ähnliches machen möchten. Und Matthew Mercer ist halt ein generelles Vorbild von Mangre dann, weil es einfach sehr spezifisch dann ist. Und die fangen dann auch plötzlich an. Einfach von selbst. Da braucht man gar nicht viel tun und das ist wirklich, wirklich schön. Und habt ihr da aber auch, was jetzt vielleicht wichtig ist, was man ja oft in Session Zero bespricht, auch diesen Ausgleich zwischen Kampf und Storytelling vielleicht. Legt ihr das auch bei euch grob fest, dass es da eine ausgewogene Mischung sein soll, oder ist das DM-basiert, wie man das macht, oder Campaign-basiert vielleicht sogar? Das kann jeder Spielleiter für sich entscheiden. Und meistens sieht man dann in die Spieltermine, die online gestellt werden, okay, das ist jetzt eher Dungeon Crawl oder das ist eher Rätsel Dungeon oder es ist eine reine RP-Session oder man geht erkunden oder man geht einen Jahrmarkt besuchen. Das steht dann meistens drin und dann kann man sich selber entscheiden, okay, ich hätte Zeit, will ich jetzt einen Dungeon Crawl spielen oder lieber nicht. Und deswegen ist das auch ganz cool. Okay. Das heißt aber hier, wenn man ja sowieso aufbaut, sozusagen auf den Charakter oder auf die Charaktere, die man sich baut, das gibt dann oder bietet sich auch dann One-Shots an für einen spezifischen Level, wo sich die Leute extra, wenn sie erfahren sind, nochmal einen Charakter auf dem Level dafür machen? Oder ist es wirklich bei euch, dass man diese Ein-Charakter-Kurve nach oben hat Es von den. gibt grundsätzlich diese Charakterkurve bei uns, aber wir haben ja mittlerweile den Zweitcharakter eingeführt, weil die Leute gerne einen zweiten Charakter machen wollen, dass sie auch bei den niedrigeren Session wieder zu machen. Und vielleicht gibt es den nächsten, den dritten Charakter, wink, wink. Aber so kann man halt immer wieder in verschiedenen Bereichen spielen, weil wenn man einen Level 1 Charakter hat, ist er ziemlich schnell wieder auf Level 4 oder so. Dadurch werden die meisten Spiele, die jetzt momentan so passieren, passieren zwischen 4 und 8 irgendwo. Manchmal gibt es ja wieder Einsteiger-Sessions und dann ist es ziemlich schnell wieder, dass die wieder oben sein, weil der untere Bereich für die Spielsession, die du brauchst, für die Meilensteine zum Aufklären, ist sehr gering. Und je höher das nach oben geht, desto weiter werden natürlich der XP-Bereich auseinander, sozusagen. Hat eigentlich auch jetzt diese Ausgangssperre, die wir jetzt in Österreich haben, beeinflusst das euren Verein auch stark von den Sessions? Oder weil wenn ihr Tirol bezogen seid, dann ist es ja möglich wahrscheinlich, dass ihr offline, wenn man es so nennen kann, alles spielt. Und jetzt ist es ausgewichen wahrscheinlich im digitalen Bereich. Wir haben davor nur Sessions gehabt, die Leute angeboten haben, wo sie bei sich zu Hause gespielt haben oder wir haben einen Partner, wo du im öffentlichen Bereich spielen kannst. Und wo die Ausgangssperre gewesen ist, haben wir versucht, über Discord und 420 und solche Sachen die Leuten das auch schmackhaft zu machen, einen Würfelbot drauf da, einen Musikbot drauf da auf dem Discord und plötzlich waren extrem viele Sessions, fast schon mehr als sonst und da ganz neue Leute dabei. Leute, die ja einfach angefangen haben, in der Quarantäne Spielleiter zu sein. Das heißt, wir sind komplett umgestiegen auf digital und florieren da irgendwie. Und ich hoffe, es wird da weiterhin ab und zu wieder Online-Spiel-Sessions geben, die danach noch weitermachen. Nach der Quarantäne, hoffentlich. Und das sind die Systeme dann, auf die ihr spielt. Du hast gerade vielleicht erwähnt, Discord und Roll20 hauptsächlich, oder seid ihr auf World Anvil oder sowas oder Dungeon Fog vielleicht sogar unterwegs oder? Also bei uns ist es so, dass jeder Spielleiter das immer selber entscheiden kann. Das heißt,
wir bieten nur die Basis an, um ein System zu haben, wo man dann spielen kann. Mhm. Und wenn der Spielleiter gerne möchte, auf TeamSpeak spielen oder ein anderes Tabletop Simulator, glaube ich, heißt es. Ja. Das kann man ja in VR spielen und da kann ich ja wirklich die Set-Pieces dann hinstellen. Das ist natürlich auch cool. Wenn jemand das gerne machen möchte, kann er das gerne machen. Dahin sind die Spielleiter komplett frei. Mhm. Und den, auch die Spielerinnen und Spieler. Und den Discord-Server habt ihr dann auch zu erreichen, wahrscheinlich über eure Facebook-Seite, genau, oder über das, die Homepage, dass man da sich, genau, kurz schließen kann einfach. Richtig. Sonst haben wir auch noch eine Telegram-Gruppe, wo auch öffentlich ist und jeder dazukommen kann. Da werden hauptsächlich Memes gepostet und so Sachen. Okay. Aber wir sind ganz gut vernetzt. Also man findet alle Zusprüche sozusagen da, okay? Sozusagen, ja. Okay. Aber merkt ihr auch, dass ihr Leute dazukriegt, tatsächlich schon von anderen Bundesländern? Oder ist es wirklich noch stark Tirol-zentriert bei euch jetzt? Weil das Projekt läuft ja schon länger, jetzt ein Jahr, glaube ich, sogar länger, oder? Ja, okay. Seit August sind wir offiziell am Start quasi. Und wir versuchen immer noch die kleinen Kinderkrankheiten loszuwerden, die im System halt drin sind. Ja. Aber grundsätzlich funktioniert es sehr gut und irgendwann kommen wir dann aus der sozusagen Beta wieder raus. Von den Bundesländern her, glaube ich, wir haben bis jetzt aus Rosenheim schon jemanden dabei und aus Südtirol. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Vorarlberger dabei sind. Durch das Online-Angebot, was jetzt ein bisschen kommt, weil es gibt fast jeden Tag eine Session zum Spielen, manchmal sogar zwei. Sind wir uns nicht ganz sicher, ob schon ein bisschen weiter Leute schon weg sind, okay, die ebenfalls dazu kommen. Aber es kann ja natürlich jeder mitmachen, der gerne möchte. Mhm. Und, also wenn du aus dem Burgenland gerne mitmachen möchtest, ist kein Problem. Ja, wir haben eh gesagt, wir schauen nochmal, wie wir die Zeit jetzt finden, auf jeden Fall. Ja, und was jetzt noch interessant ist, Kinderkrankheiten wurde angesprochen wieder. Ist es dann oft so, oder wie man Kinderkrankheiten jetzt auslegt, ich würde das jetzt so auslegen, dass ihr vielleicht ab und an so Homebrew-Regeln tatsächlich einbringt oder House-Rules, um den Spielfluss besser zu machen? War das so gemeint oder haltet ihr euch strikt wirklich an Rules as written und Rules as interpreted? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil dadurch, dass es ganz viele verschiedene Leute gibt, die mitspielen und dass es transparent irgendwo sein muss, muss man sich sehr stark an die Regeln halten. Mhm. Jetzt nicht unbedingt im Spielfluss selber, aber was jetzt zum Beispiel ein magisches Item macht oder ein Potion macht oder solche Sachen. Es geht nicht, dass Leute jetzt anfangen, Homebrew-Items weiterzugeben oder Homebrew-Klassen zu spielen, weil wenn ihr jetzt plötzlich als Spielleiter an meinem Tisch jemanden dabei hat, der ein Homebrew-Item dabei hat, kann ich das nicht nachlesen und ich kann es nicht nachschauen und ich weiß nicht genau, was es macht. Das heißt, wir müssen da alle auf dem gleichen Ast sitzen und für das eine System halt uns an die Regeln von Wizards of the Coast, die sehr gut sein eigentlich und sehr gut durchdacht sein, halten. Und wenn so, also es gibt schon Möglichkeiten jetzt während der Spiel-Session, dass ich es rauskriege, ein Item rausgeben, das im Abenteuer bleibt sozusagen. Solange du das Abenteuer nicht verlässt, kannst du gern irgendwie einen Heiltee dazu geben, dass sie das nicht vom Goldwert abziehbar ist, der halt deutlich dann, keine Ahnung, kommuniziert wird, dass er schlecht wird nach dem Abenteuer. Ja. Und wenn es aber tatsächlich mal den Fall gibt, dass in vielen Gruppen jetzt aufkommen würde, irgendwas passt gar nicht, was in den Regeln drinsteht, wo alle das ablehnen, dann würdet ihr sozusagen das in eure Grundstatuten, nenne ich es jetzt mal, aufnehmen oder seid ihr da eher, dass ihr bleibt? Für die Regeln sind wir bis zu 10 Leute, die da diskutieren und schauen, dass das schon passt. Mhm. Was bei uns momentan am schwierigsten ist, ist die Aktivität zwischen den Abenteuern, weil wir haben da den Xanatas verwendet, wo auch die Downtime sozusagen drin ist und man bekommt pro Session bei uns auch Zeit, die man als zum Worken oder zum Craften verwenden kann oder solche Sachen. Und da haben wir halt schauen müssen, dass das auf einer Linie ist und alles auf dem gleichen Ast. Mhm. Da haben wir natürlich ein paar. Also wir verwenden für Tyrell & Dranks nur Homebrew-Regeln, da wo es für das System wichtig ist. Sonst gar nichts eigentlich. Das ist ganz, ganz wichtig.
Und aber habt ihr bei so Downtime-Activities auch nicht, oder wird das bei euch, besser gesagt, von manchen Spielern vielleicht ab und an abused, wie die Regeln sind, dass manche Spieler versuchen, wie man es kennt, Power-Charaktere vielleicht oder Schlupflöcher zu finden, zum Beispiel Downtime-Activities. Ich glaube, im Xanatar steht es ja, du brauchst 25 Gold und einen Tag für einen Heiltrank. Und wenn ich da Downtime-Activity habe und spare, dann könnte ich ja, oder nebenbei arbeiten gehe mit einem guten Job, dann könnte ich das ja voll abusen, oder? Passiert sowas bei euch oft, oder? Natürlich gibt es da einen gewissen Grad, den man machen kann, aber dadurch, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, Hm? ist es dann auch wieder fair. Es ist nicht so weit zum, wie du sagst, abusen, dass wirklich ein extrem, extrem besserer Charakter herauskommt oder solche Sachen. Das ist eigentlich begrenzt. Man kann trotzdem sehr viel coole Flavor-Sachen machen damit. Man kann einen Religious Service machen, wo man dann einen Charakter zum Beispiel leichter wiederbeleben lassen kann, also günstiger wird die Wiederbelebung, solche Sachen zum Beispiel. Oder man kann ein Gambling gehen oder man kann Pitfighting gehen, um ein bisschen das aufzubessern. Man kann Carousing gehen, um zum Beispiel Gefallen zu bekommen, den man dann in-game auch einlösen kann. Und dadurch, dass das für alle gleich ist, weiß ja jeder, was Sache ist im Prinzip. Und wie sitzen, was mich da jetzt auch noch interessieren wird, wie sitzen denn zeitlich die Sessions auseinander? Weil wenn zum Beispiel ich nehme jetzt, sagen wir mal, einen Level-4-Charakter und nehme an einer Sitzung teil und weiß, aber ich kann jetzt die nächsten 5, 6 Sessions nicht mitspielen, habe ich dann eine entsprechend lange Zeit Downtime-Activity oder die gleiche, die ich habe, wenn ich gleich nächste Woche wieder spielen würde? Das ist passiert bei uns, je nachdem, wie oft du spielst. Das heißt, wenn du einmal spielst, bekommst du die Downtime für ein Abenteuer. Wenn du das zweite Abenteuer spielst, kriegst du die Downtime fürs zweite Abenteuer. Das heißt, es ist quasi impliziert, dass der Abenteurer von einem Abenteuer ins nächste geht. Okay, also das ist nicht dann, okay, weil sonst hätte ich überlegt, sonst hätte man ja, wenn man wirklich lang nicht spielen kann, den Charakter arbeiten lassen und dass er Sprachen lernt oder sowas nebenbei natürlich. Genau. Aber das wird das System dann ein bisschen aushebeln, denke ich auf jeden Fall. Aber was mich noch interessiert, weil wenn ihr viele Leute seid, tatsächlich, wo spielt denn ihr dann in Tirol? Ist das, dass die Leute privat ihre Wohnungen anbieten oder habt ihr da vielleicht sogar die Bäckerei in Innsbruck oder sowas, wo man spielen kann? Viele Leute spielen jetzt mittlerweile online, da braucht man keinen Tisch. Aber es bieten auch viele Leute hier zu Hause an, ob es Spielerinnen und Spieler sein oder Spielleiterinnen und Spielleiter. Aber wir haben auch zwei öffentliche Orte, die uns unterstützen da im Prinzip, das sind unsere Partner. Einmal der Spielraum Tirol, das ist ein Ort, wo man auch Computerspiele spielen gehen kann und solche Sachen. Und die haben uns einen Tisch hergerichtet, wo man dorthin hingehen kann. Da müssen wir kurz anrufen und uns quasi reservieren. Und dann können wir dort spielen gehen. Und dann gibt es noch den Tabletop The Gathering Verein. Die machen sehr viel Warhammer und sehr viel Magic The Gathering. Und dort kann man auch auf Anruf und Reservierung quasi hingehen und spielen, falls es jetzt wirklich keine Möglichkeit ist, irgendwo zu Hause zu spielen oder woanders. Ich sehe auch viel, dass Leute in WGs wohnen, wo es keinen großen Tisch gibt oder so oder so. Und was jetzt interessant ist, was mich auch interessieren wird, weil sehr oft, was ich lese, jetzt vor allem im Internet auch diese Streitigkeiten gibt zwischen Theater of Mind und Battle Maps. Und du Warhammer gerade angesprochen hast und das Tabletop Magic the Gathering, was ich auch extrem gern spiele, obwohl es voll gehatet wird von allen, ich finde es voll cool. Ist es dann bei euch von den DMs auch, merkt ihr, dass viel Theater of Mind ist oder versuchen dann viele wirklich mit 3D im Modularen Terrain oder sowas das zu repräsentieren, ihre Stories? Oder Grundsätzlich habt kann man, wenn man bei uns einen Spieltermin anmeldet, auch schreiben, ob man das jetzt gern, ob man jetzt eher Battlemap oder Theater of the Mind macht. Das ist wieder dem Spielleiter überlassen. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, es gibt das eine mehr oder das andere. Ich nehme beides her. Ich jetzt spezifisch. Das heißt, wenn es jetzt einen Kampf gibt mit einem Minotaurus in einem Gang, dann brauche ich gar wirklich keine Battlemap. Wenn ich jetzt aber 5 Charaktere habe und 10 Gegner, die alle was anders können, sich anders positionieren und keine Ahnung was, dann brauche ich irgendwo Battlemap, weil das sind plötzlich die Positionierungen wichtiger. Aber wenn es darum geht, während einem Kampf ein Rätsel zu lösen, was immer sehr spannend ist, weil das bricht ein bisschen einen Kampf auseinander, man muss nebenher nur was tun und man wird angegriffen, ist immer sehr spannend. Okay. Deswegen ist ein Battlemap ganz gut.
Okay, also wird beides erwähnt, ja. Und was jetzt eben du am Rande erwähnt hattest, gerade die im Endeffekt die Partner, die ihr habt den Spielraum und die Bäckerei in gewisser Weise. Wahrscheinlich ein leidiges Thema, die Finanzierung dann eventuell. Macht ihr das alles aus eigener Tasche oder gibt es da schon, dass die Leute vielleicht ein Pay-as-you-wish machen können in einem Top-Pot oder sowas für euch immer? Wir sind ein komplett ehrenamtliches System. Das heißt, wir machen alle Leute, die mitarbeiten, machen das unentgeltlich. Und die Partner, die wir haben, sind hauptsächlich für eben für Locations zum Spielen oder wir machen gegenseitig Werbung für uns. Für uns ist ganz wichtig, weil es gibt ganz viele kleine verschiedene Kommunen in Innsbruck, dass wir alle so ein bisschen zusammenfinden und uns gegenseitig unterstützen. Weil wenn man gemeinsam arbeitet, kann man viel mehr und größere Sachen machen. Natürlich ist das jetzt in Zeiten von der Corona ein bisschen auf Eis gelegt sozusagen, aber das kommt dann alles wieder. Mit dem Finanziellen ist es so, dass wir momentan nur die Website finanzieren müssen. Derzeit läuft es noch von uns aus. Wir werden aber irgendwann einen Spendenaufruf rufen und dann die Leute fragen, dass sie, wenn sie denn gerne das unterstützen möchten, vielleicht ein paar Euro das unterstützen. Wir möchten das auch ganz transparent machen, dass die Leute wissen, was es kostet und die Website zu erhalten. Okay. Hoffen wir, Ja. dass das ganz gut geht. Weil ich glaube, diese Verbindung, die jetzt gerade in den Fokus gerückt wurde von den kleineren Leuten oder Vereinen vielleicht, ich glaube, das merke ich ja in Österreich relativ stark, dass die ganzen Vereine so versuchen, etwas allein zu machen eigentlich und jeder so für sich und nicht irgendwie sich verknüpfen. In Deutschland funktioniert das ja voll, dass alles Hand in Hand greift mit mehreren Zahnrädern, die dann zusammenlaufen. Und da finde ich es eigentlich interessant, dass ihr jetzt wenn man es nennen kann, aus dem Westen von Österreich wahrscheinlich mal so ein Prestigeobjekt wirklich seid, dass das laufen kann in gewisser Weise in Österreich sogar. Also das finde Ja, ich. es ist schön, dass wir gemeinsam das vorantreiben können, dass wir verschiedene Hobbys, dass wir uns gegenseitig zeigen können, oh, wenn du gern Magic the Gathering spielst, dann kannst du zu denen gehen oder wenn du gern Computerspiele spielst, dann ist ein Spielraum. Du kannst ja gemeinsam Partyspiele spielen, wie Smash Brothers beim Spielraum zum Beispiel. Oder wenn du gern Brettspiele, die hochkomplex sein oder casual sein, gehst du zu einer Brettspielgruppe Tirol, die eben in der Bäckerei spielt. Wir haben auch einen LARP-Verein, der mittlerweile mit uns mit zusammenarbeitet. Das ist der lorit.org. Das ist auch ein kleiner LARP-Verein, der in Tirol so handhabt. Und wenn man das mal probieren will, kann man auch auf unserer Website nachschauen. Die haben auch regelmäßige Termine, wo man sich neu kennenlernen kann und so was. Okay, ja, super interessant. Ja, ich würde dir auf jeden Fall gerne jetzt an dieser Stelle noch die Schlussworte überlassen, wenn du das willst. Und Okay. alle Links und Seiten, die wir erwähnt haben, haue ich euch unten in die Box rein, dass ihr mal dazuschauen könnt zu Tyranid Ranks. Wenn ihr Lust und Zeit habt, die Sessions sind, wie es Thomas gesagt hat, immer offen. Und ja, Thomas, bitte, dir gebührt der Rest. Zuerst mal danke für das nette Interview mit dir. Und dann möchte ich nur danke sagen an unseren Sponsor, die Pik Dame in Innsbruck, wo es Würfel und Spielkarten gibt. Dann eben den Spielraum in Tirol für die Location, ein Tabletop The Gathering Verein für die Location, ein Lorit Verein und die Brettspiele Tirol für die Kooperation, die wir mit ihnen haben. Und dann noch die Pen and Paper Webseite. Und wir haben noch. Achso, na, das waren alle. Okay, vielen Dank. Okay, passt. Gut, dann bedanke ich mich noch bei allen dabei, die dabei waren, fürs Zuschauen auf jeden Fall. Hoffe, dass die Würfel günstig für euch fallen und vielleicht sieht man sich ja bald in einer Tyrant Dragon Spielrunde oder bei ähnlichem. Danke, ciao. Ciao.